Die Wünsche sind groß, das Budget ist klein, Weihnachten, kann das sein? Mit diesen Worten zeige ich heut, was mich sehr erfreut. Ein Messer so klein und weiß, für einen sehr kleinen Preis. Natürlich passend zur Jahreszeit des Schnee und Eis, ist das Messer ebenfalls kreideweiß. Ich sollte das echt lassen. Und mit diesem kleinen, aber schrecklichen Gedicht möchte ich euch heute dieses Messer hier vorstellen. Genau das hier. Und wir gucken uns aber zuallererst mal wieder die Verpackung an. Hier haben wir nämlich draufstehen, White Christmas 2018. Also, weiß sieht's jetzt nicht draußen aus, aber egal. Hier steht Victorinox Science 1884, The Original Swiss Army Knife und hier nix. Hier stehen nochmal Kleingedöns. Und ja, hier haben wir nochmal ein paar schöne Schneeflockchen. Und das hier ist das Messer. Und das holen wir mal ganz kurz aus seiner gläsernen Verpackung heraus. Hier drin haben wir noch die Beschreibung, die kram ich jetzt nicht raus, das zeige ich euch jetzt alles im Groben und Ganzen. Das befreien wir jetzt auch nochmal schnell hier und hier sieht das Messer aus. Wirklich sehr schönes Design. Dieses hier gibt es nur 1500 Mal weltweit und ich habe eins davon. Wenn ihr Glück habt, sind sogar noch welche verfügbar und ich hoffe mal, dieses Video wird pünktlich zum 24. erscheinen, denn das soll ein kleines Weihnachtsvideo werden. Und da möchte ich euch natürlich halt auch nicht mit meiner wundervollen Videoqualität und meiner Stimme verschonen. Also, wir haben hier ein klassisches Victorinox in einem Christmas-Design mit einer schönen Tanne und einem Sternchen oben drauf und dem Logo. Die Griffschanze in einem sehr schönen Weiß gehalten und das hier hat einen sehr schönen Silbereffekt und glänzt wunderschön. Auf der Klinge, die ich hier schon ausgeklappt habe, vorbildlich wie ich bin, haben wir hier sehr viele kleine bunte Sterne. Und darunter steht nochmal, Victorinox is Swiss made stainless. Hier auf der anderen Seite haben wir leider keine Sternchen mehr. Und hier steht nochmal unten, Officer Susie. Wahrscheinlich heißt so das Messer. Und wir haben hier halt auch noch die üblichen Übeltäter. Und zwar ein Flaschenöffner, Dosenöffner haben wir hier bestimmt wieder, yep. Und eine kleine Feile. Und auf der anderen Seite nix. So, das muss ich eigentlich nicht mehr weiter vorstellen, das kennt man bestimmt schon. Auf der Rückseite haben wir hier nochmal einen kleinen Korkendreher und hier haben wir nochmal einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Zudem haben wir hier nochmal auf der Rückseite eine Ahle und das war es eigentlich so an Werkzeugen. Ach nee, hier haben wir ja noch fast vergessen die Pinzette, die klassische Pinzette und einen farblich nicht ganz so dazu passenden Zahnstocher. Aber das ist nicht so schlimm. Man kann sich das Ganze auch hier schön ans an den Schlüssel bammeln, falls man das mal öfter mitnehmen sollte. Wir wollen nur noch mal kurz gucken, ob die Klinge auch was taugt. Dafür verschwende ich wie immer traditionell ein weißes A4-Blatt. Und dafür ist ein Baum gestorben. Dafür auch. Yep. Und scharf ist es auf jeden Fall. Das ist man von Victorinox sehr gewöhnt. Okay, hier bin ich abgerutscht. Und ja, das ist eigentlich alles, was man zu dem Messer sagen kann. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes kleines Taschenmesserchen. Passt auch gut in die Hand. Man sieht das so auf Anhieb überhaupt nicht. Oder nee, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Spielerei. Also ich glaube, so eine Weihnachtsedition zu sammeln, ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Nächstes Jahr. Wenn mein Budget reicht, könnte ich ja vielleicht mal eins an euch verlosen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.